Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Monat August 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Liviana, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du jetzt siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden in dein Geburtshoroskop, das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Dazu gehört deine Persönlichkeit, das Schule des Lebens, Bildung, außerdem Kontakt zum Nachbarschaft, Verwandtschaft, einiges in Bewegung in deiner vertrauten Umgebung. Wichtig ist die Kinder oder dein Kindheit, dein inneren Kind, dein schöpferische Kraft. Wichtig ist Liebe, Partnerschaft, außerdem die Transformation, eventuell eine erbschaftliche Situation. Wichtig ist auch Reisen, Ausland, Auslandskontakte und Spiritualität und deine Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen und Freundschaften. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt, aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich und diese Bewegung nennt man Transit. Und diese Transitbewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop und dann kommen die Ereignisse. Und genau das schauen wir auch an. Bei Sonnenbewegung ist wichtig zu betonen, dass die Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen, aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. 1. August 2019. Uranus befindet sich im Widder und bleibt noch einigen Jahren hier, bringt Umbrüche und Veränderungen in die Liebe-Partnerschaft. Die beiden Mondknoten Rahu und Ketu nehme ich jetzt raus von diesem Geburtshoroskop, weil ich brauche die Karten, ich habe das nicht doppelt. Ketu ist die absteigende Mondknoten und zeigt alten karmischen Themen. Und hier Rahu, die aufsteigende Mondknoten, einen karmischen Weg, was deine Seele sucht, was dich befreit. Diesen beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Am 1. August befindet sich Merkur
in Zwillingen und ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass die Gespräche, Termine oder Verträge einfach nicht vorangehen, weil diese Rückläufigkeit bremst. Aber diese Rückläufigkeit hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und da ist möglich, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Merkur ist in Zwillingen. Und das im neunten Lebensbereich. Und das heißt, entweder Kontakt im Ausland oder meldet sich jemand von Ausland wieder. Möglich ist auch Gespräche führen über eine Reise oder eine Reise buchen. Rahu, die aufsteigende Mondknoten, befindet sich auch in Zwillingen, genauso wie dein Geburtshoroskop. Im selben Platz. Das heißt, aktiviert bei dir persönlich hier karmische Themen und das ist die Richtung, was du noch nicht kennst. Das kann Reisen sein oder Auslandskontakte oder eine innere Reise und dann handelt es sich um Glaubenssätze, Glaubenrichtungen oder Spiritualität. Sonne zeigt die Monatsthemen und befindet sich im Krebs. Das sind familiäre Themen. Bei dir hier im 10. Lebensbereich zeigt auch, wie sollst du deine Ziele erreichen oder Klarheit haben über deine Berufung, über deine Ziele. Mond ist auch hier im Krebs heute, nicht heute, sondern 1. August. 1. August ist Neumond, exakt um 4 Uhr und 12 Minuten. Neumond bedeutet, dass Sonne und Mond treffen sie sich. Mond ist für uns unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne und reflektiert uns das weiter. Und wenn die beiden sich treffen, dann kann die Sonne nicht beleuchten und für uns ist es unsichtbar. Die Bedeutung ist Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Die Themen sind die Krebsthemen, über Familie nachdenken, über Familie, familiäre Situation oder dein eigenen Zuhause. Hier im 10. Lebensbereich nachdenklich zu sein, was für Ziele hast, wie erreichst du das und wo liegt deine Berufung. Mars und Venus befinden sich auch hier im Krebs. Das sind die beiden Liebesplaneten. Natürlich aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft. Und das hier im 10. Lebensbereich bedeutet auch Öffentlichkeit. Aber kann auch bedeuten, dass du Kraft zeigst oder eine männliche Person hilft dir im beruflichen Weg. Und Venus zeigt deine Kreativität. Mars bedeutet im Geburtshoroskop dein Partner. Venus bedeutet im Geburtshoroskop dein Liebesleben oder zeigt dich als Frau. Das ist die weibliche Energie. Und bei dieser Transitbewegung kann aber Mars auch eine andere männliche Person sein, wie ein Kollege oder der Chef, wobei das ist oft auch in Verbindung zur Sonne, aber kann auch ein Nachbar sein oder jemand von Familie. Und bei Venus-Energie, bei dieser Transitbewegung, kann auch eine andere Frau sein. Jupiter vermehrt etwas.
vergrößert etwas, zeigt auch unserem inneren Größe, unseren inneren Werte, und Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Jupiter befindet sich hier in Skorpion. Jupiter ist rückläufig und das bedeutet, das bremst all das, was wir vermehren möchten. Und bei dir handelt sich hier um die Finanzen. Aber zeigt auch deinen inneren Werte, dein Selbstwertgefühl. Und diese Rückläufigkeit kann auch Nachdenklichkeit bedeuten. Nachdenklich sein über die Vergangenheit. Saturn und Pluto ist im Schütze. Beide sind rückläufig. Beide aktivieren hier karmische Themen. Und es handelt sich um Vergangenheit. Nicht nur Saturn und Pluto bewegt sich im Schütze, sondern auch die absteigende Mondknoten, genauso wie in dein Geburtshoroskop auch. Und diese absteigende Mondknoten oder Ketu zeigt all das, was du erlebt hast in früheren Leben. Und das wird jetzt auch aktiviert. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Und dann kommen schicksalhafte Veränderungen, Entscheidungen. Pluto zeigt, wie wichtig das ist, auf dem Wesentlichen konzentrieren und Ziele setzen. Neptun ist auch rückläufig, kann auch eine gewisse Bremse bedeuten, dass es alles verlangsamt, gerade das, was mit unserem Träumen was zu tun ist oder wenn du kreativ arbeiten möchtest. Rückläufigkeit bedeutet aber auch Vergangenheit und Erinnerungen. Neptun bewegt sich im Wassermann. Im fünften Lebensbereich, und das heißt Thema Kindheit, diese Erinnerungen zeigt aber auch die Lebensfreude, die schöpferische Kraft. Bei Neptun können auch Erinnerungen da sein, was dich früher verletzt hat. Aber Neptun zeigt auch unseren Träume, auch die Kreativität, und das kannst du jetzt leben. Bei dieser Rückläufigkeit kannst du noch nicht im Tat umsetzen, es wäre schwierig, weil das nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber das darfst du jetzt schon verinnerlichen. 3. August ist Merkur im Krebs. Das heißt, Merkur verabschiedet von Zwilling und übergeht im Krebs. Das kann Kontakte sein mit jemand von Familie oder Gesprächen über Immobilien, über familiären Themen oder über deine Ziele, deine Berufung, eventuell ein Vertrag. Es ist gerade zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, beginnen, was zunehmen, vermehren soll, aber nicht im Halbmond, weil Halbmond werft das alles zurück. Mond verabschiedet von Krebs und übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Hier im 11. Lebensbereich handelt es sich um deine Wünsche, um deine Sehnsüchte. Das verinnerlichen oder Kontakte, Freundschaften knüpfen. 5. August ist Mond im Jungfrau und hat einen Einfluss von Spica.
Speaker ist die Weizenehre der Jungfrau und zeigt, das trägt Früchte, das ist Ernte. Das wäre der richtige Moment, etwas starten, was Früchte tragen soll, aber erstmal nachdenklich sein, zurückhaltend sein. Diese Zurückhaltung ist Jungfrau und die 12. Lebensbereich. Etwas muss noch in Ordnung bringen oder braucht man noch Heilung oder etwas noch klären. 7. August ist Halbmond im Waage. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist. Und diese Spannung spüren wir auch. Dieser Halbmond ist exakt um 18 Uhr und 31 Minuten. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. 8. August. Venus erreicht einen Punkt in ihrem Umlaufbahn und das ist der sonnennähersten Punkt. Man nennt auch Diamant. Das heißt, Venus ist im Diamant. Und das ist sehr gut in die Liebe, Partnerschaft. Es klärt sich etwas auf. Es kommt etwas in Ordnung oder wir haben mehr Klarheit über Venus-Themen und das ist die Weiblichkeit, die Schönheitssinn, die Harmonie, die Selbstständigkeit und natürlich auch Liebe, Partnerschaft. 9. August ist Mars im Löwe. Mars zeigt unsere Kraft. Und im Löwe fühlt sich sehr wohl, ist immerhin feurig, passt sehr gut zum Mars. Das heißt, wir haben mehr Kraft, mehr Mut, wir setzen etwas in Bewegung. Aber möglich ist auch, dass hier um einen männlichen Person handelt und du hast diese Sehnsüchte und da handelt sich das um die Liebe, Partnerschaft oder hast du Kontakt in Freundeskreis, Bekanntenkreis mit einer männlichen Person. Im selben Tag ist Mond in Skorpion und aktiviert Themen, was zum zweiten Lebensbereich gehört und das heißt Finanzen, Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl. 10. August steht Mond mit Jupiter in einer Verbindung. Jupiter vergrößert etwas. Wir spüren ganz intensiv unsere Gefühle und wir neigen dazu, etwas übertreiben. Wenn das um Finanzen geht, achte darauf, dass du in diesem Tag nicht allzu viel Geld ausgibst. 11. August ist Mond im Schütze, aktiviert Schütze-Themen und das sind Reisen, Bewegung, auch Sport und Autos oder Zielsetzung, das ist die Pfeil der Schütze, immerhin zeigt, dass unsere Galaxie, die Milchstraße, die Zentrum unserer Galaxie und spirituell bedeutet, das sind unsere Wünsche, unserem Sehnsüchte das als Ziel setzen und hier lernst du etwas. Außerdem hast du Kontakte in deiner vertrauten Umgebung oder in Medien. 11. August, im selben Tag, ist Jupiter im Stillstand, dann wird rechtläufig, also dreht sich die Richtung. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du damit rechnen, dass bei dir verbessert sich etwas in deinen Finanzen. 12. August ist Mond exakt auf Ketu, auf diesem Knoten, auf diesem absteigenden Mondknoten
und aktiviert karmische Themen. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. In diesem 12. August bekommt ein Einfluss von Nun Ki. Dieser Stern Nun Ki wurde bei Assyrer, später bei Babylonier verehrt als heiligen Ort. Ich würde heutzutage so beschreiben, das ist ein Kraftort, wo wir uns mit Energie auftanken können oder zur Ruhe kommen. 13. August ist Mond im Steinbock, aktiviert Themen wie Zielsetzung, Zielerreichung, diese Ausdauer und Geduld haben und bei dir auch die Basis, die Fundament auf deine Gefühle achten oder deine Wohnsituation. 14. August ist Venus in Verbindung zum Sonne. Ein Venus-Sonne-Konjunktion hier im Krebs und das bedeutet mehr Klarheit in die Liebe-Partnerschaft. Bei dir hier im 10. Lebensbereich handelt es sich auch um Berufung. Das kann auch deine Kreativität sein und Sonne zeigt die Öffentlichkeit, dass du wahrgenommen bist. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Exakt um 13.29 Uhr. Vollmond bedeutet, es wird etwas beleuchtet. Und wir sollen da hinschauen, weil das ist wichtig. Kommt die Steinbock-Energie und das heißt, wie wichtig das ist, Ziele setzen, das nicht aus den Augen verlieren. Bei dir handelt es sich hier um den 4. Lebensbereich, weil hier hast du die Steinbock-Energie und das ist deine Basis jetzt gerade. Genau das kannst du vertrauen, deine Ziele. Aber kann eine Veränderung sein in deiner Wohnsituation. Dieser Vollmond ist um 13.29 Uhr. Dann beginnt die abnehmende Mondphase und das eignet sich dafür etwas starten, was abnehmen soll, aber nicht im Halbmondtag, weil das werft zurück. 17. August ist Mond im Wassermann und steht mit Neptun in Verbindung. Die beiden haben ähnlichen Essenz, hat alles mit unseren Träumen, Wünschen, Sehnsüchten, unseren Visionen was zu tun hat, aber auch unserer Kreativität. Mond befindet sich in seiner Umlaufbahn, in weitester Punkt aus der Erde aus gesehen, das ist Lilith-Energie und das fühlen wir auch. Das heißt, aktiviert unsere Wünsche und Sehnsüchte und für uns scheint das so zu sein, dass es ganz weit weg ist. Entweder laufen davon von unseren eigenen Gefühlen oder wir zweifeln daran, wir geben das auf, wir glauben nicht, weil das scheint unerreichbar zu sein. Und genau in solchen Momenten brauchen wir die Kraft, die inneren Kraft, die Überzeugungskraft. Dann spielt dieser rückläufige Neptun auch eine Rolle und das heißt diese Rückläufigkeit, Vergangenheit, alte Wunde. Und das spielt auch eine Rolle, dass wir unseren Wünschen nicht vertrauen oder haben wir Angst, wieder verletzt zu werden. Im selben Tag, 17. August, übergeht Venus im Löwe. Entweder hast du Kontakt im Freundeskreis, Bekanntenkreis mit einer Frau oder mehreren Frauen, oder hast du die Sehnsüchte, die Wünsche, die Hoffnung bezüglich auf Liebe, Partnerschaft? Hier ist das Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten.
18. August übergeht Sonne auch im Löwe. Beginnt ein neues Monatsthema und das ist die Löwe-Energie. Und das heißt, zum Verstehen, wir stehen im Mittelpunkt in unserem eigenen Leben. Wir brauchen diese Selbstdarstellung, dieses Selbstwertgefühl. So wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so ist unserem Selbst die Zentrum unserem eigenen Leben. Außerdem steht Sonne in Verbindung zu unserem Herz, weil unserem Herz ist die Zentrum unserem Körper. Also ein Herzensangelegenheit kann auch Monatsthema sein. 19. August übergeht Mond in Fischen, aktiviert dein Alltag, die beruflichen Situationen. Und hier bei Fischen ist wichtig Vertrauen, das Fluss des Lebens, dass so alles in Bewegung kommt. 20. August ist Merkur im Diamant. Und das heißt, Merkur in seiner Umlaufbahn um die Sonne erreicht den Punkt, was ganz nah zu der Sonne ist. Und das handelt sich um klärenden Gesprächen. Aber im selben Tag, am 20. August, bekommt Mond einen Einfluss von Stammbild Walfisch hier in diesem Bereich. Und das kann ein Einfluss sein von außen, dass jemand versucht, uns etwas befehlen oder vorschreiben oder kommt ein Angriff. Und das kann bei dir im Alltag oder in beruflichen Situationen sein. 21. August steht Mond in einer sogenannten Konjunktion zum Uranus im Widder. Aktiviert Widderenergie, aktiviert Uranus. Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Wir sollen auf das Nervensystem auch achten, weil Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem, also die Ruhe, die inneren Ruhe bewahren. 23. August ist Mond im Stier. Es ist Halbmond und Halbmond ist immer Spannung. Hier bei Stierenergie, hier im achten Lebensbereich, handelt sich um Loslassen. Und das ist sehr schwierig, weil Stier möchte etwas festhalten. Und gerade bei diesem Halbmond kann das eine große Herausforderung sein. Dieser Halbmond ist um 15 Uhr 56 Minuten, es fehlt die Wasserelement, es fehlt die Gefühl dazu, das Vertrauen oder kommen Einflüsse von außen und das verletzt unsere Gefühle. 24. August steht Mars und Venus in einer Konjunktion, die treffen sich. Und das kann tatsächlich ein Treffen bedeuten zwischen Mann und Frau. Und das ist eine Liebesangelegenheit. Und das kann bei dir im Bekanntenkreis, Freundeskreis sein. Oder die 11. Lebensbereich bedeutet auch deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Und es kommt zum Erfüllung. 24. August, im selben Tag, hat Mond einen Einfluss von den Hyaden und Plejaden hier im Stierbereich. Die Hyaden und die Plejaden sind das goldene Tor, die Ekliptik. Und genau das erzählt Frau Holle.
Hier bei diesem goldenen Tor der Ekliptik orientieren wir uns. Sind wir die Gewinner im Leben, also Goldmarie, oder sind wir die Verlierer im Leben, also Pechmarie? Und du schaffst es, diese Neuorientierung, wenn du von etwas loslassen oder verabschieden kannst. Oft ist das die eigenen Angst, die eigenen Gefühle. 26. August ist Mars in seiner Umlaufbahn im weitesten Punkt von der Sonne aus gesehen. Und das heißt, es fehlt die Klarheit. Und das ist die männliche Energie, das heißt, bei vielen Männern fehlt die Klarheit. Sonne ist auch Lebenskraft, Lebensenergie. In diesem Tag fühlen wir uns kraftlos, müde, wir Frauen auch. Im selben Tag, 26. August, übergeht Mond in Zwillinge. Aktiviert Zwillingsthemen, das ist die Leichtigkeit, die Kontakte, Kommunikation. Das kann auch eine Reise sein oder Kontakte im Ausland. 27. August ist Merkur im Löwe. Kontakte in Freundeskreis, Bekanntenkreis oder in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen. Kann auch sein, du unterschreibst einen Vertrag oder du gründest eine Gruppe. August 28. ist Mond im Krebs. Aber noch zurück zum 27. August. 27. August ist Mond exakt auf diesem Mondknoten und aktiviert karmischen Themen, eine Richtung, was dich befreit, etwas Neues. Und dann 28. August ist hier im Krebs. Mond fühlt sich auch sehr wohl im Krebs, herrscht über den Krebs. Du spürst deinen Gefühlen sehr intensiv. Du kannst hier Ziele setzen oder kümmerst um deine Berufung. 30. August ist Mond im Löwe und hat einen Einfluss von Regulus. Es ist Neumond. Das heißt, Sonne und Mond treffen sie sich hier und hat einen Einfluss von Regulus. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und Regulus ist das Herz der Löwen und es wäre eine Herzöffnung und zeigt hier im 11. Lebensbereich deine Wünsche, deine Sehnsüchte. In dieser Neumond befindet sich Mond ganz nah zu der Erde. Und all das, was du wünschst und hoffst, dein Herzensangelegenheit, weil das, was Regulus hier auslöst, ist ganz nah zum Erfüllung. Deine Wünsche können wahr werden, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Dieser Neumond ist um 11:37. Liebe Liviana, so könnte ich Monat August beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.